Eine E-Sisha, Wassermelone. Toll, aber sie ist leer, ne? Also das kriegst du von den Rauchern geschenkt. Und die kann man ganz leicht öffnen. Mit einer schönen Wasserpumpenzange. Papp. Da ist der Tank. Unten. Da ist eine kleine Elektronik drin und eine schöne blaue LED. Komm raus zu mir. Papp. So. Jetzt müsste man das noch irgendwie durchschieben. Eine schöne lange Schraube dazu vielleicht. Yes, es kommt. Und in Wirklichkeit ist da ja nur der Akku-Arc leer. In dem Behälter ist normalerweise noch ein bisschen drin. Ups, und den Akku können wir wieder auffüllen. So sieht er aus. Machen wir ganz genau. Kann man für Arduino-Projekte oder ähnliches hernehmen. Das ist der Flüssigkeitsbehälter hier. Und da vorne in der Elektronik, da ist eine kleine LED nach unten drin, haben wir schon. Genau, da ist die blaue LED. Und unten, das könnte ein Elektret-Mikrofon sein und ein kleiner Chip, der erkennt das Atmen, wenn einer ansaugt. Zum Aufladen habe ich so eine alte Powerbank geöffnet, da war die Zelle hin. Und ein ganz normales Ladegerät. Na, so rum. Einmal Strom. Und ein paar schöne Krokokabel. Da machen wir Minus draus. Das ist Minus. Hier an den schwarzen. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die Kabel sind arg dünn. Ja, komm her. So. Noch so ein Kabel. Das wird Plus. Und dann bauen wir das ganze Ding wieder ein. Das wieder rein. Das wieder rein. Ja. Und das wieder rein. Und geht er wieder? Tut wieder. Die sind wirklich viel zu schade, um wegzuschmeißen. Die kann man für so schöne Elektronikprojekte noch hernehmen und auffüllen ist nur eine Möglichkeit.